Alois ist Pflegekind. Eines von fast 90.000 in Deutschland. Alles dreht sich heute um ihn. Seit über 9 Jahren wohnt er bei Familie Merz. Der ist wie mein eigenes. Also das ist für mich kein Unterschied. Überhaupt nicht, in keinster Weise. Ja, sowas ist schon ein großer Tag eigentlich, sowohl für die Familie wie auch fürs Kind. Kommunion hat man nicht alle Tage. Und es freut mich, dass wir auch beim Alois jetzt dieses Fest feiern dürfen, trotz Corona jetzt. Hast du jetzt einen Marsch gekriegt? Ja, Margot hat noch eine gehabt. Ja. Wo ist eine Margot? Die kommen noch. Und mein Papa? Der Papa Klaus kommt auch noch, ja. Alois ist noch ein Säugling, als Familie Merz ihn als Pflegekind aufnimmt. Zur Kommunion sind auch seine leiblichen Eltern eingeladen. Das ist ganz toll. Wir das ist ganz haben ein super Verhältnis miteinander. Ich meine, frei. Also ja, Gott weiß es, ja. Familie Merz, ein super Verhältnis. Also passt immer frei. Bei der Kommunion in Kleinweiler im Oberallgäu sind sie im Herbst 2020 alle dabei. Leibliche Eltern, Pflegeeltern, deren Kinder und Großeltern, Tanten und Onkel. Ein Stück heile Welt für Alois, der einen schweren Start ins Leben hatte. Mit viel sozialem Engagement geben Gisela und Alexander Merz seit Jahren Pflegekindern eine Chance. Neben Alois leben 4 weitere in ihrer Familie. 3 Mädchen und ein Junge, die wir aber aus rechtlichen Gründen nicht alle filmen dürfen. Dazu kommen 2 leibliche Kinder. Eine engagierte Pflegefamilie, von denen es viel zu wenige gibt. Gruß, Engel-Oma. Ich hab dich lieb. Danke, Oma. So, hier sind der Nadel. Ja. So, okay. Jetzt. Was kaufst du mit dem Geld, Alois? Boah, keine Ahnung. Ein Lamborghini. Ja, dann. Alois, zum Wohl. Alois, Prost. Durch das, dass man einfach auch mit der leiblichen Eltern ein sehr gutes Verhältnis hat, ist das einfach klasse, dass man da so schön zusammenhocken kann. Das ist eigentlich jetzt so der Idealfall, sage ich mal, dass man einfach kooperativ miteinander zusammenarbeitet. Das ist auf Augenhöhe und ist einfach schön. Wir begleiten die Familie über 1 Jahr lang. 1 Jahr, das nicht nur Alois vor viele Herausforderungen stellt. Vera Meyer entscheidet über Kinderschicksale. Sie ist vom Jugendamt Regensburg und sucht Pflegeeltern für Kinder, die nicht mehr in ihren Familien bleiben können. In ihrer Stadt sind das über die Jahre immer mehr geworden. Durch die Nähe nach Osteuropa haben wir eine ganz große Drogenszene in Regensburg. Und von daher haben wir auch viel in Obhut genommen, weil wir viele drogensüchtige Eltern in Regensburg haben. Die Zahlen bewegen sich seit Jahren auf hohem Niveau. Doch die Anzahl der Pflegeeltern geht zurück. Auf wie viele Paare könnte sie momentan zurückgreifen? 3. Viel zu wenige. Vera Meyer und ihre Kollegin wollen das ändern. Um neue Pflegeeltern zu gewinnen, sind sie im Oktober 2020 für eine Plakataktion in der Regensburger Innenstadt unterwegs. Erste Station, ein Spielwarengeschäft. Wir sind vom Jugendamt und wollten Plakate aufhängen. Und vielleicht ist der Chef da. Und das ist so, ich finde, das ist ganz gut gelungen. Und wir haben dann also verschiedene Statements da noch. Das heißt, zeigen so individuell, wie die Kinder sind, so bunt sollen auch die Pflegefamilien sein. Ja.
Wir kommen vom Jugendamt und würden gern bei Ihnen ein bisschen Werbung machen, weil wir ganz wenig Pflegefamilien in Regensburg haben und wir haben ganz viele Kinder zu vermitteln. Jetzt wollten wir Sie fragen, ob wir das irgendwo aufhängen dürfen. Sind wir gern dabei. Hier? Das kostet sehr viel Zeit, so eine Kampagne. Aber wir müssen das eher längerfristig sehen. Weil wenn wir keine Pflegefamilien mehr haben, dann können wir unseren Job nicht mehr machen. Dann können wir die Kinder nicht mehr in gut behütete Familien übergeben. Ein Grund, warum es in Deutschland so wenig Pflegefamilien gibt, ist die steigende Zahl an hilfebedürftigen Kindern. 45.444 mussten allein im Jahr 2020 von den Jugendämtern in Obhut genommen werden. Zwei Drittel von ihnen wegen einer Kindeswohlgefährdung. Ihre Zahl stieg seit 1996 um mehr als 60%. Da gibt es immer mehr Kinder, wo wir sagen, es ist besser, wenn sie entweder zeitweise oder auf Dauer aus ihrer Familie kommen. Die Studien zeigen uns auch, dass zum Beispiel psychische Erkrankungen bei Eltern zunehmen und dann eben irgendwann eine Überforderung da ist und sie nicht mehr in der Lage sind, sich um ihr Kind zu kümmern. Und dann ist eben die Frage, wohin? Rund ein Drittel der in Obhut genommenen Kinder bekommt am Ende ein neues Zuhause in einer Pflegefamilie, einem Heim oder einer betreuten Wohnform. Die Gründe für Kindeswohlgefährdung sind vor allem Überforderung eines oder beider Elternteile, körperliche und psychische Misshandlungen sowie sexueller Missbrauch. Vor allem aber Vernachlässigung der Kinder. Sie bekommen nichts zu essen, werden nicht gewickelt oder gepflegt, erhalten keine Zuneigung. Darunter auch schon Säuglinge. Wenn man ein Baby hat, das weiß man, da ist man oft gar nicht schnell genug mit dem Fläschchenmacher, weil die so Hunger kriegen und so schreien. Und das ist natürlich für einen Säugling, der jetzt unterversorgt ist, weil die Eltern einfach nicht die Kraft, nicht die Zeit oder durch ihre eigene Erkrankung das nicht leisten können. Es löst Todesängste aus beim Säugling. Regensburg ist auch der Lebensmittelpunkt von Jonas Gerhardinger. Seine Kindheit glich einer Odyssee. Der heute 33-Jährige wurde oft zwischen Kinderheim und leiblichen Eltern hin und her geschoben. Diese Ungewissheit, wir sind auch relativ häufig umgezogen. Und ich meine, ich war ja auch eine Zeit lang im Heim, aufgrund von der psychischen Erkrankung meiner Mutter und dem Alkoholproblem meines Vaters. Der war auch in den früheren Kindheitsjahren war ja auch noch kleinkriminell. Und das waren halt dann so wechselvolle Lebensverhältnisse, da konnte man einfach als Kind dann nicht wirklich damit rechnen, was als nächstes kommt. Und da habe ich für mich halt die Entscheidung getroffen, das kann, glaube ich, nur besser werden, wenn ich in eine normale Familie komme. Jonas ist 13, als er sein Leben selbst in die Hand nimmt, seine Familie endgültig verlässt und zu einer Pflegefamilie zieht. Für ihn ein unausweichlicher Schritt. Ich wüsste nicht, wie ich das geschafft hätte. Also das war somit das Wichtigste eigentlich, also zu wissen, man hat jemanden hinter sich, der gibt einen Halt und Struktur und Konstanz, können wir vielleicht auch sagen. Und das war dann eigentlich so der Leitfaden. Guten Morgen. Guten Morgen. Schaut, Tablette. Ohne seine morgendliche Tablette kommt Alois nicht durch den Tag. Er leidet unter starken Konzentrationsstörungen, hervorgerufen durch den Alkoholkonsum seiner leiblichen Mutter während der Schwangerschaft. Es ist 6.30 Uhr. Der Alltag mit 6 Kindern beginnt. Heute gibt es ausnahmsweise Kuchen zum Frühstück, Reste der Kommunion. Gisela Merz muss dafür sorgen, dass alle rechtzeitig aus dem Haus kommen. Ihr Mann arbeitet bereits seit 6 Uhr als Produktionsleiter in einem Industrieunternehmen. Heute kommt dazu, Alois kleiner Pflegebruder hat Fieber, muss daheim bleiben. Schule arbeiten. Ist anständig, komm. Wir haben gleich halbe. Um halbe muss ich ins Bad.
Gell? Jetzt hast du ja Uhr gekriegt. Jetzt kannst du ja nur genauer auf die Uhr gucken, wann du wohin musst. Klare Regeln, ein normaler Tagesablauf ist Sicherheit, es gibt den Kinder Halt. Weil das Unregelmäßige kennen sie ja schon. Und wenn dann immer so ziemlich das Gleiche ist, das ist Halt, das ist Sicherheit. Ich guck immer hier unten, hier hinten ab. So, Alois, wir richten uns. Komm, hier, deine Maske. Wenn man kontrolliert. Ja. Aber Mama, warum brauchen wir jetzt im Unterricht Maske, wenn wir weil die Zahlen gestiegen sind. Tschüss. Ciao. Alois geht in die vierte Klasse. Der Neunjährige bekommt von seinen Pflegeeltern viel Unterstützung. Sie hoffen, dass er den Sprung auf die Mittelschule schafft. Das ist im Oktober 2020 aber noch ungewiss. Ciao, bis irgendwann mal, oder? Ciao. Ciao. Also so anderthalb Kilo Nudeln sind es auf alle Fälle immer zum Mittagessen. Also wenn ich zum Beispiel Spaghetti Bolognese mache, dann brauche ich 2 Kilo Nudeln und 1,5 Kilo Hackfleisch. Also das brauchen wir immer. Kartoffeln zum Beispiel, einmal Mittagessen 4 Kilo. Bis zu 12 Personen sitzen bei Familie Merz freitags und am Wochenende am Mittagstisch. Der ist noch hinten. Alois, Essen gibt. Der berühmt da. Wer betet heute? Saskia. Saskia? Also ich finde das toll. Also ich liebe es, wenn wir so viele am Tisch hocken. Also mein Leben ist das. Also ich finde es prima. Lass uns morgen bleiben. In deiner Liebe durch Christus, unseren Herrn. Amen. Insgesamt 19 Pflegekinder hat Familie Merz in den letzten 20 Jahren betreut. Viele davon nur für wenige Wochen, einige über Jahre hinweg. Wenn mich jemand fragt, so, sind es deine richtigen Geschwister, sage ich, für mich sind sie meine richtigen Geschwister. Aber es sind Pflegegeschwister. Aber ich sag da, wenn man mich fragt, wie viele Geschwister hast du, zähle ich alle auf. Also, ich finde es voll cool, dass meine Eltern den Kindern eine Chance geben, in einer Familie zu leben. Also das Laufen bringt mir wirklich, da kann ich komplett abschalten. Ich sage immer so, mein Kopf rein in die Laufe. Also man muss auch selber für sich gucken, dass man für sich was macht. Entspannung für Gisela Merz. Ihr Alltag ist nicht immer leicht. Auch um Alois haben sie sich lange Sorgen gemacht. Der Alois ist ja ein Fasskind, also das fetale Alkoholsyndrom. Die Mama hat in der Schwangerschaft getrunken. Es hat eigentlich Kaiser, der wird wahrscheinlich nie, weil der war Frühchen, der ist mit 1800 Gramm auf die Welt gekommen. Der hat Medikamente für den Entzug gebraucht. Also
Da hat man eigentlich gedacht, dass der nie eine normale Grundschule besuchen kann. Viele Pflegekinder sind traumatisiert, bringen seelische und körperliche Verletzungen aus ihrem Elternhaus mit. Manchmal ist die Aufgabe für die Pflegeeltern deshalb zu groß, der Betreuungsbedarf für das Kind zu hoch. Ich hatte tatsächlich einen Fall, wo mir eine Pflegemutter erzählt hat, sie haben einen 8-jährigen Jungen in Pflege genommen und hatten vorher schon Pflegekinder und dachten, sie wären bereit. Und der hat, wenn er Wutanfälle hatte, den Heizkörper aus der Wand gerissen. Und sie waren einfach nicht mehr in der Lage, bei aller Liebe und bei aller Fürsorge das zu schaffen. Also wir haben so festgestellt, dass sie das Bindungsverhalten in drei Phasen aufgliedert. Also zunächst sind die Kinder oft sehr angepasst, überangepasst, weil sie natürlich nicht wissen, die Pflegeeltern, was sind das für Erwachsene, tun wir die gut oder nicht. Und in der zweiten Phase wird das Erlebte reinszeniert. Das heißt, die erzählen ihre Geschichte durch Handlungen, weil ja kleine Kinder nicht drüber reden können. Also das ist ja nicht bewusst abgespeichert, sondern die spielen das nochmal vor. Und da kann es durchaus sein, dass die Pflegemutter dann diese Gewalt abkriegt, indem das Kind dann sich bei der Pflegemama auch körperlich wehrt. Und das muss man übersetzen. Die Gefahr dabei ist so ein Stück weit, dass auch Pflegeeltern so überfordert sind, dass es da so ein bisschen in Schieflage gerät. Und das letztendlich eine Wiederholung der Entwicklung ist, die ein Pflegekind in einer ungünstigen Entwicklungsbedingung in der Herkunftsfamilie hätte. Und da muss man abwägen, kann man das in einer stationären Einrichtung, in einer therapeutischen Wohngruppe besser handeln, kann man das besser halten und kann man da ein kontinuierlicheres Beziehungssetting sozusagen anbieten. Nicht für alle Kinder ist eine Pflegefamilie das Richtige. Manche können sich nicht wieder auf eine Bindung einlassen. Hier so zur Fahralpe. Los geht's! Unsere Kinder sind generell, sind das eigentlich Wald- und Wiesenkinder. Wir haben es da ganz gut. Wald und Wiese, das ist genau das, was die eigentlich brauchen. Bewegung. Ja, Bewegung. Bewegung. Ja. Oh, vorwärts, rückwärts, Seite ran, Hacke, Spitze, hoch das Bein. Auch Familie Merz stieß schon an ihre Grenzen. Es gibt Kinder, die kommen zu uns, die hast du auf Anhieb in dein Herz geschlossen. Und dann gibt es natürlich auch Kinder, die können nichts dafür, die haben dir nichts gemacht, aber wie man ja so sagt, die schmecken einem nicht. Wo wir dann mehr oder weniger, sage ich mal, in den Kriegsrat getreten sind und uns überlegt haben, können wir da noch die Stütze sein, die die brauchen, oder braucht es da jetzt vielleicht professionelle Hilfe? Dann eben auch mit dem Jugendamt ins Gespräch kommen und schließlich auch mit unseren eigenen Kindern. Wie weit ertragt ihr das ganze Szenario noch? Könnt ihr da noch mitgehen? Müssen wir im Jugendamt melden? Nee, wir müssen jetzt abbrechen, wie auch immer. Also solche Situationen gibt es natürlich auch. Und dann gemeinschaftlich irgendwo sich ein Ziel setzen und in Verbindung mit dem Jugendamt dann nach der besten Lösung zum Suchen. Laufen wir weiter, Alois? Ja. Ja, du willst springen, Zeit, gell? Genau. Jetzt, dann und spring, los. Abflug, spring. Los, du lahme Schnecke. Ich bin erst da. Geld habe ich dabei, aber ich weiß nicht, vielleicht wäre eine Maske. Eine Maske habe ich auch. Viel Spaß. Komm her, tschüss. Na. Ja, oder mit Erdbeeren kannst du auch einen haben. So. Oh. Und los. Ich habe dann eigentlich auch gesagt, also ich habe mir so einen kleinen ja, großziehen, ob ich das noch aushalte, weiß ich nicht. Ja, und er hat es aber gleich verstanden, mit wem er sich da oder bei wem er sich einschmeicheln muss. Und irgendwann mal so nach 2,5, 3 Monaten habe ich gesagt, Leute, das geht nicht, den können wir noch mal hergeben. Finanziell kommen sie gut über die Runden. Aber reich wird man mit Pflegekindern nicht. Rund 1.000 Euro gibt es vom Jugendamt. 650 Euro für den täglichen Bedarf. Essen, Kleidung, Sportverein. Der Rest
350 Euro ist für die Erziehungsleistung. Deshalb wird das Kindergeld reduziert. Wenn du natürlich dann mal hochrechnest, 30 Tage bei 350 Euro, da sind wir bei 11,60 Euro am Tag. Ja, oder wenn ich dann nur sage, 24-Stunden-Dienst, ja, dann sind wir irgendwann mal bei 48 Cent in der Stunde. Ja. Also von fürstlich oder von sehr gut kann da jetzt wirklich die Rede sein. Ne? Ja. Gisela Merz bleibt seit Jahren für die Kinder zu Hause. Schlecht für ihre Rente. Und vom Staat gibt's dafür kaum Ausgleich. Rund 42 Euro pro Monat und Kind kann das Jugendamt für eine private Rentenversicherung zuschießen. Kein großer Anreiz für künftige Pflegeeltern. Das läuft immer nur wie so eine Art Riester-Rente. Da gibt es jeden Monat so einen gedeckelten Betrag obendrauf. Und den musst du für jedes Kind im Prinzip beantragen. Das macht es nicht unbedingt interessanter, das Ganze. Auch hier müsste man im Prinzip für die Pflegeeltern eine Stärkung irgendwo bringen. Und dafür setzen wir uns vom Pfad für Kinder aber ein bisschen dafür ein. Alexander Merz arbeitet ehrenamtlich für die Pflegeelternorganisation Pfad für Kinder. Der Pfad fordert mehr Anerkennung für die Leistung von Pflegefamilien. So müsse der Staat mehr Geld für die Altersversorgung bereitstellen. Bemängelt wird auch, dass Pflegeeltern kein Elterngeld bekommen. Vom Bundessozialministerium gab es dazu keine Stellungnahme. Auch die bayerische Sozialministerin macht wenig Hoffnung auf baldige Besserung. Es ist natürlich schon ein großes Paket, das wir hier aufmachen würden, wenn wir prinzipiell für Pflegeeltern hier Anerkennung bei Rentenzeiten oder sonstige Dinge auf den Weg bringen wollen. Da müssen wir uns mit den anderen Bundesländern erstmal gut abstimmen. Wir brauchen Geld im sozialen Bereich, um dass kein Kind verloren geht. Ja, das darf einfach nicht passieren, in einem reichen Land wie Deutschland zu sagen, es gibt Kinder, die hungern, es gibt Kinder, die psychisch vernachlässigt oder eben körperlich misshandelt werden. Das darf nicht sein, da müssen wir hinschauen und dafür muss Geld da sein. Vom Jugendamt Oberallgäu bekommt Familie Merz viel Unterstützung. Mit dessen Mitarbeiterin Simone Sauer sind die Pflegeeltern in ständigem Austausch. Ja, hallo, Frau Sauer. Ich wollte mich nur mal melden wegen dem Alois. Der war ja jetzt am Sonntag bei seinen Eltern, beziehungsweise Samstag, Sonntag, hat ja übernachtet. Ich möchte eigentlich bloß rückmelden. War alles einwandfrei, war gut, hat soweit gut funktioniert. Auch im Allgäu gibt es nicht genügend Pflegefamilien. Simone Sauer hat einen Termin bei potenziellen Pflegeeltern. Sie hofft, dass die Kichles, die bereits probeweise ein Kind betreut haben, bereit für weitere Kinder sind. Es war nicht ganz einfach, der Fall, den sie hatten. Von dem her wird es schon spannend, auf was sie sich noch einlassen und so. Aber grundsätzlich, denke ich, sind sie ganz positiv auf das ganze Pflegefamilien-Thema einfach auch eingestellt. Ja, hallo. Hallo, Frau Kichle. Hallo, Frau Sauer. Hallo, Frau Sauer. Schön, dass Sie da sind. Die Kichles haben keine eigenen Kinder. Im Frühjahr hatten sie dieses Zimmer für einen Jungen eingerichtet, den sie einige Wochen zur Kurzzeitpflege aufgenommen hatten. Also vorübergehend für eine festgelegte Zeit. Aber es gab Schwierigkeiten mit der leiblichen Mutter. Können Sie sich nun vorstellen, ein Kind auf Dauer, vielleicht für Jahre, aufzunehmen? Also ich finde es total spannend, auch mit dem Bub jetzt hier zu sein, zu leben, den zu begleiten, war eine tolle Erfahrung und neu für uns. Und das Umfeld, denke ich, und die Rahmenbedingungen, die waren einfach schon so, wo uns beide dann ein Stück weit schon sehr mitgenommen haben, weil das uns so viel Kraft kostet hat. Ich glaube, das war schon das, was aus der Herkunftsfamilie mitgekommen ist. Das war, glaube ich, das Belastende. Für uns vielleicht einfach auch eine gewisse, Lehre, in manchen Situationen noch früher auf sie zuzukommen. Ja, also ich denke, letztendlich ist es natürlich einfach immer wieder schwierig zu gucken, was bringen Herkunftsfamilie und somit die Kinder, Jugendlichen einfach auch mit für Pakete.
Und wo müssen Sie sich als Pflegeeltern letztendlich dann ja auch abgrenzen und sagen, okay, stopp, wir sind jetzt hier diejenigen, die bieten dem Kind letztlich einfach einen sicheren Platz, bis der Weg zurück in die Herkunftsfamilie wieder möglich ist. Und jetzt ist ja so die Frage, wie machen wir weiter? Wie schaut's aus? Was können Sie sich vorstellen? Soll ich? Ja, wir haben gestern tatsächlich, ich glaube, noch mal eine Stunde drüber geredet. Und wir haben uns jetzt gestern entschieden, dass wir weiterhin Kurzzeitpflege machen möchten. Und erst einmal, ich sage jetzt einmal, für das nächste Jahr keine Langzeitpflege. Aus dem Grund, weil wir beruflich einfach gerade ziemlich eingebunden sind. Wir wollen natürlich für die Kinder, die da kommen, dann ja auch da sein und auffangen, was die so mitbringen. Und das könnten wir, glaube ich, aktuell gar nicht. Bis dann. Bis dann, ja. Tschüss. Tschüss. Ich könnte mir einfach auch was Langfristiges bei Ihnen sehr gut vorstellen. Aber manchmal ist es halt leider einfach so, dass einfach auch die beruflichen Situationen einfach auch anders sind. Und es ist schon schön, dass Sie einfach auch bereit sind zu sagen, okay, wir dürfen jederzeit anrufen und auch mal mit anderen Sachen anfragen, die wir uns gut vorstellen können. Und Sie wissen aber, Sie können auch Nein sagen, wenn es aktuell einfach nicht gut passt. Ob gleichgeschlechtliche Paare, ob verheiratet, unverheiratet oder alleinerziehend. Alle können Pflegeeltern werden, wenn die Vorgaben erfüllt sind. Ausreichender Wohnraum. Genauso wie ein ausreichendes Einkommen und keine Schulden. Keine persönlichen Konfliktsituationen mit Partnern oder eigenen Kindern. Körperliche und geistige Gesundheit. All das überprüft das Jugendamt. Kinder brauchen Eltern, die emotional wie auch fürsorglich anwesend sind und zuverlässig sind, damit das Kind eine sichere Bindung entwickelt. Und das ist die Grundlage dafür, dass Kinder letztendlich auch eine Selbstständigkeit entwickeln können im späteren Leben, weil sie diese Bindungserfahrung als Basis brauchen, um die Umwelt zu erkunden, um die eigene Entwicklungsschritte zu gehen. Immer in dem Wissen, dass es Eltern gibt, die sich sorgen, die Fürsorge leisten, die aber auch emotionale Unterstützung bieten können. Unterstützung, die Jonas fehlte. Bis er zusammen mit Vera Meier seine langjährige Pflegefamilie fand. Was sagt man denn da? Bist du groß geworden, oder? Ja. Darf ich nur du sagen, Jonas? Hallo. Weil wir haben uns ja jetzt Ewigkeiten nicht gesehen. Gell? Das stimmt. Ich bin ja dann eh nicht mehr zum Hausbesuch gekommen, weil ich immer gemerkt habe, für die war das so blöd. Naja. Kannst du dich da noch erinnern, dran, wie ich gekommen bin? Ja, schon. Klar, aber es war jetzt eigentlich nicht so schlimm. Also es war zwar so ein bisschen, weil früher waren die Besuche vom Jugendamt halt immer komisch, also wie ich noch bei meinen Eltern war. Aber da war das irgendwie trotzdem ein bisschen entspannter. Also. Seine erste Pflegefamilie aber war für Jonas eine Katastrophe. Damals war er erst 5 Jahre alt und Vera Meier für ihn noch nicht zuständig. Da war dann für mich nach relativ kurzer Zeit klar, ich will da eigentlich wieder weg und habe mich da auch wirklich gewehrt. Musste natürlich dann leider, weil der Vater dann scheinbar da auch nicht damit klargekommen ist, dass ich das irgendwie nicht will. Und er ist vielleicht auch ein bisschen überfordert gewesen mit der Situation. Kam es halt auch zu Missbrauch, also zu seelischem Missbrauch und teilweise auch körperlichem Missbrauch. Das hat sich so in meinem Leben eingebrannt. Es war eine Situation, da hat er dann gesagt, so, jetzt packst du deinen Rucksack, jetzt bringe ich dich an die Straße und dann gehst du zurück ins Kinderheim. Ja, dann habe ich den Rucksack genommen, ich konnte es erst gar nicht glauben. Und dann hat er mich halt so 2 Kilometer Richtung Wald an die Hauptstraße gefahren. Es war relativ ländlich und hat mich dann da rausgesetzt und ist losgefahren. Kam aber dann nach einer Viertelstunde wieder zurück. Beim nächsten Besuch des Jugendamts, Wochen später, fallen die Gewalttaten des Pflegevaters auf. Jonas wird aus der Familie genommen. Der Pflegevater angezeigt. Dass es in Pflegefamilien zu schockierenden Taten kommen kann, zeigt auch der Fall Lüchte. Auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Landkreis Lippe missbraucht ein Pflegevater regelmäßig seine Pflegetochter und mehr als 20 weitere Kinder.
Mehrere Hinweise auf sexuellen Missbrauch gingen bei Jugendamt und Polizei ein. Aber es passierte lange nichts. Das sechsjährige Mädchen blieb weiter in der Obhut des Mannes. Erst 2018 wurde er festgenommen und ein Jahr später zu 13 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Also Gott sei Dank, ja, sind es Einzelfälle. Gleichzeitig gibt es eine hohe Dunkelziffer. Wir wissen natürlich gar nicht alles, was passiert. Das haben wir jetzt ja im Lockdown gemerkt, dass wenn es keine Melder mehr gibt und Melderinnen wie Kindergarten, Schule, weil die Kinder nicht mehr im öffentlichen Leben auftauchen, dann gibt es eben auch niemanden mehr, der hinschauen kann. Und es gibt niemanden mehr, an den Kinder sich wenden können, vertrauensvoll. In Regensburg wird die Entscheidung für neue Pflegeeltern immer im Team gefällt. Eine große Verantwortung. Auch beim Hausbesuch schaut Vera Meier genau hin. Also ich mache einen Hausbesuch und ich besuche dann die ganze Familie. Die Kinder sind natürlich für mich ganz wichtig. Wie geht's denen? Und auch der leibliche Sohn ist für mich ganz wichtig, weil die ganz viel helfen bei Pflegekindern. Und ich denke mal, dass alles gut heute ist. Also das erwarte ich. Ja, hallo, guten Tag. Wer macht denn hier auf? Hallo, Matthias, grüß dich. Hallo. Hallo, Herr Lindemann. Was hast du Englisch? In der zweiten? Ich bin in der dritten. Du, was hast denn du da für ein schönes Bändchen? Ist das selber gemacht? Das habe ich von dem Kindergarten gekriegt. Ehrlich? Kriegt da jedes Kind so ein Bändchen? Ja. Und die Gruppe, in der du bist, wie heißt denn das? Tigerbande. Tigerbande? Boah, das hört sich ja total gefährlich an. Außer mein Freund. Du, wie oft ziehst du die Bauchmama? Regelmäßig, gell? Habe ich gehört. Ich habe zwei Mamas. Du hast zwei Mamas, eine Bauchmama und eine Herzmama, oder wie sagst du dazu? Pflegemama. Was ist das Wichtigste? Dass den Kindern gut geht, dass die fröhlich sind, dass die neugierig sind. Und das sieht man hier. Und natürlich will ich genau wissen, was ist im Moment so der Stand. Muss man noch mal zusätzliche Hilfe installieren mit Logopädie oder Krankengymnastik, je nachdem, ob noch was notwendig ist. Aber das hört sich jetzt im Moment ganz gut an, auch die gute Entwicklung. Weil der war am Anfang schon sehr unsicher, sehr schüchtern. Und das merkt man jetzt einfach, dass der an Selbstbewusstsein ganz viel gewonnen hat. Rollt mit den Rollschuhen ganz entgegen. Mit der Giraffe angefangen. Aha. Ich bin gespannt, ob irgendjemand jetzt noch weiß, was die Giraffe gemacht hat. Und wenn jemand. Ich habe es mir beruflich bedingt schwieriger vorgestellt. Auch gedacht, dass ich Kinder kriege, die mehr Hilfe brauchen. Wir haben jetzt wirklich zwei ganz unkomplizierte Kinder gekriegt. Ich weiß aber, wenn es jetzt anders laufen würde, dass man jederzeit beim Jugendamt die Hilfe bekommen würde. Wir haben jetzt das Glück, dass wir es nicht brauchen. Die leibliche Mutter war nicht in der Lage, sich um den Jungen zu kümmern. Schon seit 2 Jahren wohnt der 4-jährige Bub bei Anna und Peter Lindemeier. Gemeinsam mit ihrem leiblichen Sohn und der 1-jährigen Pflegeschwester ist die Familie komplett. Der hat so einen weißen Bart. Und das da ist der da. Wenn Kinder sich verletzen, wo suchen sie dann einen Trost? Gehen sie dann zur Pflegemama gleich hin? Oder bei bindungsgestörten Kindern ist es auch so, dass die absolut distanzlos sind. Und das habe ich hier nicht gemerkt. Da war am Anfang einfach zuerst einmal so Vorsicht da und einmal schauen von der Entfernung. Und das ist ein gutes Zeichen. Und das, wenn man jetzt so sieht, ist ja auch ein gutes Zeichen. Es war einfach bei uns ein Platz im Haus und ein Platz im Herz. Und es ist einfach eine tolle Sache, wenn man Kindern ein Zuhause geben kann. Und ich glaube, das ist eine der schönsten Aufgaben. Die hat man als Mama normal automatisch, wenn man Mama wird. Und auf die Art ist es das Gleiche. Es ist ein Kind ein Zuhause geben, es ist ein Kind beim Aufwachsen zu sehen, es ist Dasein und ja, es ist ganz viel Liebe. Weil die Kinder kommen und umarmen einen. Und ich denke, jede Mama oder jeder, der Kinder hat, kennt das. Und da braucht es eigentlich gar keine eigenen Gründe, warum Pflegekinder, warum Kinder. Also, was Schönes. Man sieht bei uns, dass das ganz gut funktionieren kann und bei vielen anderen auch. Wir kennen auch einige andere und da kann man auf jeden Fall Mut machen. Lange hat Vera Meier wegen Corona Hausbesuche auf ein Minimum beschränken müssen. Im Spätsommer 2021 will sie endlich wieder mehr Familien treffen. Neue Pflegeeltern hat sie mit ihren Kollegen trotzdem immer persönlich überprüft.
Und von denen gibt es jetzt ein paar mehr, auch dank der Plakataktion vom vergangenen Herbst. Es ist so, dass bei uns 21 Bewerbungen dann eingegangen sind. Aber natürlich muss man dann prüfen, nicht jeder Bewerber, Bewerberin ist geeignet. Es sind dann letztendlich 8 Familien übrig geblieben, wo wir uns vorstellen können, dass wir vermitteln. Und wir haben sogar im Juli dieses Jahres ein Vorbereitungsseminar mit 6 Paaren durchgeführt, die dann vorbereitet werden auf die doch schwierige Aufgabe als Pflegeeltern. Und von daher, ja, die Aktion war erfolgreich. Corona und der Lockdown, für Pflegefamilien eine riesige Herausforderung. Auch Familie Merz hat schwierige Monate hinter sich. Wir treffen sie nach einem Jahr wieder. Lockdown. Herausforderung natürlich mit den verschiedenen Kindern, die jeder einen Laptop braucht. Jeder musste versorgt werden über die Schule. Die einen machen es über das System, die anderen über dieses System. Also war dann schon sehr, sehr herausfordernd. Und dann im Frühjahr hat es uns tatsächlich noch erwischt, wo man dann schon gedacht, ja, jetzt ist so das meiste erledigt. Dann haben wir doch tatsächlich noch bei den Kindern 4 Corona-Fälle reinbekommen. Wir waren mehr oder weniger 4,5 Wochen, 5 Wochen in Quarantäne. Wir haben dann Trampolin aufs Balkon gestellt. Wir haben den Boxsack aufgehängt auf dem Balkon. Nur, dass er sich auspowern kann. Und ja, das war sehr, sehr anstrengend für uns alle, wenn die Kinder nicht raus können. Das Paar holt Alois von der Schule ab. Denn ein sogenanntes Hilfeplangespräch beim Jugendamt Oberallgäu in Kempten steht an. Hi. Hast du alles? Ja. Alles beieinander? Hausaufgabe? Hab ich auf, aber das. Ich habe zu der Schüler gesagt, Mama schreibt das rein, dass ich das nicht machen kann. Eine erfreuliche Entwicklung. Alois ist jetzt auf der Mittelschule. Heute soll auch besprochen werden, ob diese Schulform für ihn geeignet ist. Wir hatten jetzt beim Alois die Testung eben, wie die weitere Schullaufbahn eventuell stattfinden sollte, weil er jetzt von der 4. in die Mittelschule kommt. Und wir so ein bisschen die Bedenken hatten, könnte vielleicht eine Überforderung für ihn geben. Ich denke, dass es noch einmal Thema werden wird, ja. Ja. Wie ist die Testung ausgegangen, dass auch die leiblichen Eltern dann Bescheid wissen, dass das nicht nur über ihrem Kopf hinweg alles immer entschieden wird, sondern dass man die auch mit auf die Reise nimmt und die das auch für gut heißen können. Grüß Gott. Grüß Gott. Wir haben einen Termin bei der Frau Sauer. Ja, hallo. Kommen Sie gerade mit, bitte. Da die Pflegeeltern in der Regel nicht das volle Sorgerecht haben, ist das Jugendamt in viele Entscheidungen mit eingebunden, von der richtigen Schulform bis hin zu Urlaubsreisen. So, bitte schön. Hallo. Ah, ihr dacht, Eltern sind schon hoch. Eigentlich könnte es jetzt losgehen. Aber die leiblichen Eltern fehlen noch. Die Eltern sind. Ja, gut, okay. Hallo, Alois. Hallo. 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 Grüß dich. Hey. Okay, also Schule bis jetzt, hast du gesagt, Alois, ist gut? Ja. Läuft? Mhm. Momentan ist schon noch sehr angepasst, sehr ruhig. Momentan. Momentan? Heißt das, es kommt noch was anderes, Alois, oder? Weißt du nicht? Auch Simone Sauer möchte, dass Alois die Mittelschule weiter besucht. Eine Chance für den Buben, der später einmal Handwerker, am liebsten Schmied oder Maler werden will. Die Vormundschaft für Alois liegt schon lange nicht mehr bei den leiblichen Eltern, sondern bei der Familie Merz. Hallo, Klaus, Christi. Schau, Sie dürfen sich gern hier hinsetzen. Pflegekinder sind nicht mit Adoptivkindern zu vergleichen. Eigentlich sollen sie zu ihren leiblichen Eltern zurück, wenn sich deren Situation gebessert hat. Es belastet euch natürlich. Man hat ja eine wahnsinnige Bindung aufgebaut mit so einem Kind. Und das muss man einfach so jungen Pflegeeltern nahebringen, dass das einfach Kinder auf Zeit sind.
Doch bei der Vollzeitpflege, die wie bei Alois auf unbestimmte Dauer angelegt ist, ist eine Rückführung nach einigen Jahren sehr unwahrscheinlich. Wenn jetzt so ein Kind 5, 6 Jahre in einer Pflegefamilie ist, das dann wieder da raus zum Reißen und zu sagen, das wird sich schon wieder neu verwurzeln, das ist dann irgendwo schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war quasi mein erster richtiger Urlaub. Mhm. Das war auf genau. Eber. Da sind wir da diesen Berg rauf und das war praktisch so ein Schlüsselerlebnis da, quasi mit meinem Pflegevater. Mhm. An den konnte ich mich noch gut erinnern. Mit 13 erlebt Jonas zum ersten Mal ein normales Familienleben. In seiner zweiten Pflegefamilie fühlt er sich angenommen und unterstützt. Für ihn das Wichtigste, was Pflegeeltern mitbringen müssen. Wir müssen halt wirklich ehrlich sagen, ich möchte dem Kind helfen. Weil ich weiß, es gibt viele Kinder, denen geht es einfach wirklich nicht gut. Und wenn sie keine Hilfe bekommen, dann gehen sie halt einen Weg, der vielleicht nicht so gut ist für sie und ja, landen halt dann, weiß ich, im Gefängnis, auf der Straße oder sonst wo. Mit der Hilfe seiner Pflegefamilie hat es Jonas geschafft. Er arbeitet in einem Architekturbüro. Zu seiner Pflegemutter hat er nach wie vor Kontakt. Doch auch an seine leiblichen Eltern denkt er oft. Ja. Und das ist eigentlich so mein Lieblingsfoto von meinem Vater. Ja, ein hübscher Kerl. Schon, gell? Wow. Schon ein fescher. Ja. Fescher Typ. Mhm. Ja, aber Wahnsinn, weil deinen Papa habe ich nie kennengelernt. Ja. Mein Gott. Mhm. Ja, Wahnsinn. Meine Mutter habe ich dann noch mal, bevor sie gestorben ist, noch mal besuchen können. Und wir haben uns mehr oder weniger ausgesprochen und uns gegenseitig gesagt, es ist alles gut, so wie es war. Bei meinem Vater halt eben war es halt nicht so einfach. Also den hätte ich schon gern noch mal getroffen. Da ist mir halt dann vor 2 Jahren dann mitgeteilt worden, er ist gestorben. Ich hätte ihn halt gerne noch mal gesprochen und ihm einfach gesagt, ich bin dir nicht böse. So was Ähnliches habe ich halt meiner Mutter sagen können und es war wirklich viel wert. Also, ja. Pflegeeltern leisten einen großen gesellschaftlichen Dienst. Und sie werden dringend gesucht. Schon im Sommer 2021 zeichnete sich eine gestiegene Anzahl an hilfebedürftigen Kindern ab. Es gibt einem viel, das sind so die Kleinigkeiten, aber das ist eigentlich viel. Und ich möchte es nicht missen. Zählt es vor? Natürlich nicht. Und kann es nur immer wieder sagen, schaut in euch rein, ob ihr nicht einen Platz habt für so ein Kind. Die brauchen eure Hilfe. Und wenn sie die kriegen können, ist das super. Und gemeinsam versuchen wir an der Politik und in manchen Ämtern vielleicht noch das eine oder andere zu rütteln und zu rühren und das Ganze weiterzuentwickeln. Und ich kann es nur empfehlen, von meiner Seite aus, geht her und ja, gebt den Kindern eine Chance.